Hey Leute, was geht ab? Ich dachte, ich erzähle das nochmal ein bisschen. Und zwar habe ich diese zwei Adapter. Der eine ist im Auto gerade hier, die One-Hand-Show. Ist gar nicht so leicht. Der eine ist von OK. Ist ziemlich cool. Ist das günstigere Produkt von beiden. Funktioniert aber auch hervorragend. Und der andere ist von Belkin. Hier sieht man es. Das ist einer der ersten Adapter, die es so als damals als USB-Transmitter gab. Und ziemlich cool, ziemlich korrektes Teil. Das war schon überall mit dabei. Ich war damit schon in mehreren Urlauben. Ich habe das, glaube ich, seit 6 Jahren, das Ding. Und es ist einfach super korrekt. Ich bin damit irgendwie rumgereist nach USA, San Diego, LA, Miami und sonst wo. Und hat immer treue Dienste geleistet und war in jedem Urlaub mit dabei. Und einfach genial. Solange man irgendwie einen AUX-Adapter oder beziehungsweise AUX in im Auto hat, kann man das perfekt benutzen, um kabellos, ohne AUX-Kabelanschluss am iPhone selber die Musik über Bluetooth an die Lautsprecher abzugeben. Und ja, jetzt werde ich euch mal ein bisschen was dazu erzählen. Auf jeden Fall haben beide Adaptern einen Vor- und einen Nachteil. Jetzt gerade für BMW E90, und da werde ich euch mal ein bisschen was drüber erzählen. Und einfach jetzt seht ihr nur die Produkte und die Anwendungen und die Vor- und Nachteile. Ich werde da mal ein bisschen was zu erzählen. Also, so, die ganze Nummer starte ich jetzt erstmal mit meinem gewohnten alten Belkin-Connector. Das ist bei euch genauso. Ihr habt hier den Zigarettenanzünder drin und hier den AUX-In-Anschluss. Und dann habt ihr hier diesen kleinen Ladeadapter. Der gibt einmal Strom für den Belkin-Transmitter und da könnt ihr auch ein Kabel reinstecken und euer Handy laden. In meinem Fall ist das ein iPhone. Das könnt ihr hier reinstecken. Das Gute an dem Ding ist, es hat, wie ich finde, einen schönen kurzen Verbinder vom Zigarettenanzünder zum AUX. Ist jetzt in diesem Fall vom BMW ziemlich geil. Das steckt ihr da rein. Das ist das Verlängerungskabel, wo ihr diesen Transmitter jetzt hin transportieren wollt. Ich habe das meistens so, dass ich das hier alles reingewurschtelt habe. Eigentlich jetzt perfekter mit Kabelbindern in der Regel, so dass es alles nicht zu krass stört. Also ist eigentlich normalerweise besser verpackt. Und dann liegt das Kabel bei mir bis hierhin. Und ihr seht auch schon, das leuchtet orange. Das Autonavi ist schon auf AUX eingestellt. Und das ist jetzt so die Verlegung, wie ich sie in dem Auto hier habe. Ist ziemlich cool, stört nicht, ist recht unauffällig hier in der Ecke und lässt sich bei zugeklappter Armlehne, ich habe das Kabel einfach hier mal drin, bei zugeklappter Armlehne auch einfach easy, wenn man fährt und schaltet, einfach hier runter gehen, einmal drauf drücken und dann connectet er mit dem iPhone und spielt dann die Mucke ab. Ich kann euch einmal zeigen, wie das aussieht, wenn das alles eingerichtet ist. Drückt ihr einmal drauf, muss mal kurz scharf stellen. Da hat einmal kurz gepiept. Das ist das Signal, das jetzt connected ist. Und dann sieht man das auch hier im iPhone selber. Da ist einmal mein BMW-Navi verbunden und da drunter das Car Audio Connect auch verbunden, was jetzt Belkin-Adapter ist. Und wenn ihr jetzt nochmal auf den Knopf drückt, der jetzt blau leuchtet, wenn er connected ist, fängt die Mucke an zu laufen. Und es ist tatsächlich so, dass die Wiedergabequalität echt hervorragend ist. Also sie ist eigentlich wie von CD, also ich habe da überhaupt keine Einbußen. Eine Sache ist noch ganz cool, und zwar könnt ihr die Lieder skippen, indem ihr zweimal drauf drückt. Dann geht da ein Lied weiter. Und wenn man dreimal drauf drückt, was recht schwer ist, sollte der Lied zurückspringen. Das muss man relativ schnell machen. Und das ist auch nämlich der Nachteil an dem Ding, dass es nur einen Button hat und dass diese Klickgeschwindigkeit ziemlich schwer ist zu treffen. Und dass es das Lied vorspulen, im Prinzip eins weiterspringen, ist ganz gut. Das funktioniert sehr solide. Aber mit dem Lied zurückgehen ist ein bisschen anstrengender, das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist so im Prinzip der größte Nachteil von diesem Belkin-Adapter, sonst ist das echt ziemlich geil. Und ja, ein weiterer Vorteil von dem Ding ist, dieser kleine, wie nennt man das, Zigarettenanzünder-Adapter-Dings hier, der ist extrem stark, also der hält den Akku vom iPhone immer auf dem besten Stand. Der ist echt sehr stark, der kann echt viel Strom liefern, also wenn du das iPhone connected hast, wird es auf jeden Fall voll. Ich hatte auch schon irgendwie Musik laufen, Navigon, Google Maps parallel und Blitzer und sonstige Sachen.
Und das iPhone hat sich trotzdem aufgeladen und nicht entladen. Also es waren ziemlich anstrengende Sachen. Hat aber perfekt gemeistert, was ich echt ziemlich, ziemlich geil fand. Ja, das war's von dem Belkin Adapter. Dann sage ich noch mein kleines Fazit, mache ich gegen Ende nochmal. So, weiter geht's jetzt mit dem Okay Adapter, den ich hier habe. Zeige ich nochmal. So sieht das Ding aus. Ich baue das hier auch einfach mal alles an. Und zwar beginnen wir gleich mit dem dicksten Nachteil von dem Ding. Du kriegst nämlich so einen Adapter mit. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, sobald hier ein Kabel drin steckt, könnt ihr das Zuklappen der Armlehne komplett vergessen. Das geht einfach nicht. In dem Fall von meiner Freundin, sie hat einen Golf, da ist das irgendwie anders aufgestellt. Da ist das scheißegal, da passt das. Aber wenn ihr den für den BMW E90 haben wollt, müsst ihr euch zwingend einen anderen Adapter holen. In dem Fall habe ich hier noch einen älteren Belkin Adapter mit einem USB-Anschluss. Ist im Prinzip genau der gleiche. In dem Fall nimmt man den, um damit den Adapter in Betrieb zu kriegen. Der nächste Nachteil ist aber, in dem Moment, wenn du das hast, kannst du dein iPhone nicht laden. Also da brauchst du einen, der zwei hat. Also in dem Fall, ich habe jetzt hier einen mit einem, weil ich den eigentlich nicht benutze, den OK Adapter. Angenommen, das funktioniert aber jetzt alles mit diesem einem Ding hier. Und das, ihr habt keine Platzprobleme, weil das Ding bei euch nicht in der Mittelarmlehne verschwindet. Führe ich euch das trotzdem mal vor. Und zwar habt ihr zwei Ports, die leuchten mit einer blauen LED und eine, die nicht leuchtet. Das Kabel kommt rein, in das es nicht leuchtet. Damit fängt der hier an zu blinken. Und natürlich das Audiokabel vom AUX-Kabel. Hier das ganze Kabel bis hier hinten. Zieh das mal weiter. Zieh. Splittet sich dann hier zum Adapter einmal hin. Da. Und dann geht es hier zum Adapter. Das ist ziemlich lang. Das ist genau das Gegenteil von dem, was der Belkin Adapter so hat. Also das ist ziemlich, ziemlich lang, das Kabel, das AUX-Kabel. Das heißt, ihr könnt den Transmitter irgendwo anbringen und das Kabel ziemlich weit verlegen. Ihr könnt das natürlich auch noch verlängern oder sowas, aber jetzt in dem Fall vom BMW braucht man das eigentlich nicht. Ich würde es wie gewohnt hier in die Mulde reinstopfen. Das lange Kabel, was jetzt vielleicht nochmal so 70 cm lang ist, mit dem Adapterding, würde ich ebenfalls hier beim E90 in die Ecke reinwerfen. Zack. Nur Klappe zugeht, ist gerade nicht. Und würde es im Prinzip genauso halten, wenn ihr einen anderen Adapter findet, der die Größe von dem Belkin Adapter hat. Dem hier habt ihr gesehen, der verschwindet hervorragend da drin. Nur mit zwei Ladeadaptern, dass ihr iPhone laden könnt und diesen OK-Adapter für den Bluetooth-Transmitter. Dann ist es eigentlich die perfekte Lösung. Ich würde es wie immer hier in diese Handbremsmulde packen. Und zwar der Vorteil an dem Ding ist, es connectet sich genauso. Also das ist der Ton, das ihr jetzt connected habt mit diesem OK-Adapter. Und der hat, wie ihr seht, drei Knöpfe. Und zwar einmal den Hörer, das ist für Play. Vorwärts und rückwärts Lieder skippen. Und ihr seht, passt perfekt. In dem Falle ist es hier verbunden mit meinem BMW und den OK-Adapter. Die Soundwiedergabe ist auch echt gut. Und was ganz gut ist, ich zeige euch das mal. Ein Lied vorwärts. Und ja, das ist im Prinzip der Vorteil von dem Ding, dass die Bedienbarkeit beim Liederskippen leichter ist als mit dem Belkin Adapter. Am Endeffekt, die Soundwiedergabe ist genauso gut wie mit dem Belkin Ding. Und was ich nicht erwähnt habe, kriege ich das hin, dass der hier, dieses kleine Loch, ist ein Mikro. Und beide Adapter, die ihr habt, sowohl der auch von Belkin als auch der von OK, hier sieht man es auch beim Belkin, haben eine, da sieht man das Loch sehr gut, eine integrierte Freisprecheinrichtung. Das heißt, wenn ein Anruf kommt, könnt ihr in dem Knopf drücken, indem ihr hier drauf drückt oder hier auf das Telefon drückt, könnt ihr den Anruf annehmen und dann darüber telefonieren. Ich weiß nicht, wie gut die Qualität ist, weil ich habe hier die normale Freisprecheinrichtung in dem BMW, deswegen weiß ich es wirklich nicht. Gelegentlich switcht er doch im iPhone auf die hier, aber die Leute verstehen mich auch. Es funktioniert also beidseitig ziemlich gut. Und ja, das war im Prinzip die Transmitter, so wie ich sie kenne, wie ich sie benutze. Ich würde auf jeden Fall bei dem darauf achten, dass man sich einen anderen
hier USB-Adapter holt für den Zigarettenanzünder, weil der echt scheiße ist. Im Prinzip, weil der zu lang ist für BMW. Für andere Autos funktioniert das ganz gut. Was ihr aber behalten solltet im Hinterkopf ist, wenn ihr den nutzt und den irgendwie öffentlich und sichtbar habt, dass er halt nachts ziemlich hell leuchtet. Ich weiß nicht, ob man das sieht oder ob ich die mal ein bisschen abdunkeln kann. Aber der hat doch schon, wenn man richtig von oben reinguckt, der leuchtet schon ziemlich stark blau. Und da kann ich mir deutlich was Besseres vorstellen. So, da habe ich noch eine Sache vergessen. Und zwar zeige ich euch noch, wie man den connectet. Also wenn man alles angeschlossen hat, dann sieht man hier, dass dieser OK-Adapter blinkt. Und das auf dem iPhone. Genau, und dann zeige ich euch nochmal, wie ihr den das erste Mal connectet, wenn ihr den frisch angeschlossen habt. Also ihr habt das hier alles vorbereitet, habt das alles soweit angeschlossen. Dann fängt dieser OK-Adapter hier an zu blinken. Und dann erscheint das auch auf dem iPhone, hier unten als andere Geräte. Wenn ihr dann da drauf drückt, dann geht da die Connection mit dem OK-Adapter ein. Und dann seht ihr verbunden. Reihen Ton aus, deswegen kam kein Bestätigungston. Und dann drückt ihr einfach hier auf Play. Und dann geht's los. Und die Wiedergabequalität ist ziemlich gut. Also ich sehe wirklich keine Einbußen, sowohl beim Belkin als auch beim OK-Adapter. Jetzt zeige ich euch, wie ihr den anderen einrichtet. Geht auch ganz einfach. So, das ist jetzt die Ersteinrichtung vom Belkin-Adapter. Wie ihr seht, er leuchtet hier schon orange. So, jetzt sieht man den, glaube ich, ganz gut. Auf dem iPhone sieht man, dass der nicht verbunden ist und dass er auch gar nicht angezeigt wird. Dass er auch hier unten gar nicht angezeigt wird. Das macht ihr im Folgenden, indem ihr einfach den Knopf, ich glaube, 5 bis 10 Sekunden lang gedrückt haltet. Jetzt hat er nämlich angefangen zu blinken. Und in dem Moment wird er dann auch hier angezeigt als Audio, Car Audio Connect. Im Prinzip das gleiche, einmal drauf drücken. Um parallel zu zeigen. Connected, da hat einmal kurz gepiept. Der leuchtet blau. Nochmal drauf drücken. Und dann geht die Musik los. You should never ever have that social insecurity. Genau, das war's soweit. Und als einzigen Tipp, den ich euch noch direkt mitgeben kann, ist, wenn ihr es über das iPhone laufen habt, zeige ich das mal kurz. Macht auf jeden Fall über die Einstellung Musik den Equalizer an und macht hier auf mehr Bässe. Dann kriegt ihr auf jeden Fall aus den Adaptern ziemlich geilen Sound raus. Ich habe in dem Auto die Hi-Fi-Anlage und da geht einiges mehr als mit CD-Only. So Leute, jetzt habe ich das wieder in alter Manier verkabelt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und zwar benutze ich weiterhin meinen Belkin-Adapter. Das kurze Kabel hier vom Adapter zu AUX. Hier das iPhone-Kabel. Hier liegt immer mein iPhone drin. Und wie gewohnt hier mein Belkin-Adapter. Einen weiteren Vorteil hat der auf jeden Fall auch, den ich habe ich eben vergessen zu erwähnen. Und zwar ist diese Anzeigelampe, dieser blaue Ring an dem Belkin-Adapter so dunkel, der stört einfach nicht. Egal, ob ihr irgendwie nachts unterwegs seid oder so, der hat keine Störfaktoren, ist ziemlich cool, gefällt mir ziemlich gut und man kann auch nachts bei Dunkelheit mit entspannten Augen durch die Gegend gurken. Ja, kurzes Fazit, auf jeden Fall der Belkin-Adapter, der ist nach wie vor ziemlich teuer. Ich habe den damals für 50 Euro gekauft, als der neu war. Jetzt mittlerweile kostet der, glaube ich, 70, 80 Euro um den Dreh. Ich sitze ein bisschen schwer in meinem Auto, aber egal, 70, 80 Euro um den Dreh. Der Belkin-Adapter liegt, glaube ich, bei 25. Also ist halt ein deutliches Stück günstiger. Wenn ihr aber dann noch so einen Adapter dazu kauft, diesen kleinen, irgendwie hier mit zwei Steckern für, ich denke mal, sie liegt nochmal bei 10 Euro dabei. Das ist aber trotzdem im Endeffekt eine ziemlich geniale Lösung, um die Musik kabellos an die Lautsprecher des Autos zu senden. Also ich kann es jedem empfehlen, der es nicht hat. Es sei denn, du hast natürlich das neue Navi drin, wo das einfach alles schon intern geregelt ist, ohne irgendwelche Probleme, dann braucht man das natürlich nicht. Ist aber eine ziemlich coole Funktion. Und ja, seitdem ich sie habe, will ich sie nicht missen. Meine Freundin in ihrem Golf ist auch extrem happy damit. Und wir telefonieren regelmäßig darüber und ja, läuft perfekt. Also da kann ich nur Gutes über beide Produkte sagen. Ihr müsst entscheiden, was euch wichtiger ist und was ihr auswählen wollt. Meine Empfehlung wäre tatsächlich,
auch wenn ich den Belkin-Adapter seit Jahren in Einsatz habe, den, wenn ich jetzt mir noch einen neuen kaufen müsste, würde ich mir den von Aukey kaufen, wahrscheinlich mit einem anderen Adapter, mit zwei USB-Ports, dass dann auch das iPhone geladen wird. Und dann habt ihr im Endeffekt das Gleiche. Beim Belkin ist natürlich ganz cool, dass alles an einem Ding dran ist, ohne irgendwie Zusatzkabel. Das ist ziemlich cool, aber wenn ihr diesen Adapter eh nicht nutzt, der dabei ist, sondern einen eigenen nimmt oder vielleicht sogar einen eigenen habt, ist das Aukey-Ding auf jeden Fall hundertprozentig ausreichend, weil diese Musikqualität, die beide von sich geben, extrem gut ist und eigentlich nach meinem Empfinden irgendwie keinen Unterschied haben. Also die sind beide extrem gut und eigentlich als gleichwertig zu bezeichnen. Ja, ich hoffe, das war von mir. Euch gefällt das Ganze. Wenn ihr ein paar Fragen habt, gerne in die Comments schreiben. Ansonsten weiterhin Fragen und ich versuche euch zu bedienen. Peace. Do you wanna roll with me? Do you wanna roll with me?